So, hallo, ganz kurze Anmerkung. Ich habe hier gut eine Stunde Aufnahmematerial zusammengeschnitten. Also wundert euch bitte nicht über die Cuts, die in einem gewissen Level auftreten werden. Gut. So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Mario Maker 2. Super Mario Maker 2. Ich bin ein ganz kleines bisschen süchtig danach. Vor allem, ich weiß jetzt gar nicht. Wir haben so viel, was wir tun können, ne? Wir können ja zum Beispiel Abenteuermodus weiterspielen. Wir können auch hier uns weiter umschauen. Ich würde jetzt zum Beispiel gerade in der Folge mal gerne so ein paar 0%-Level spielen. Ich finde das ganz interessant. Die Frage ist jetzt nur, wie genau kann ich nach denen suchen? Ach so. Hier anscheinend. Also da muss ich wirklich auf die Detailsuche gehen, ja? Okay. Dann kann ich hier also suchen. Alle. Niedrige Abschlussrate. So. Und wo kriege ich dann das wirklich raus, dass es 0% sind? Weil das sind ja keine 0% hier, oder? Was sind das? Doch, das sind 0%. Trotzdem haben es 45 Gehertz. Das ist ja auch interessant. Spitflight only. 100 Coins required. Pros only. Lol. Das wird dann wohl nichts für mich. Aber ich probiere es mal aus. Vielleicht lernen wir dann mal jetzt fliegen. Aber vielleicht sollte man das lernen in einem Level, wo es nicht knappe Zeit ist. Oha. Wait. Okay, können wir die mal ausmachen? Ich sehe ja gar nichts vom Level. Ach, hier ist meine Feder gewesen. Ja, sick. Ah ja. Ja, okay, das sieht nicht aus wie etwas, was wir spielen wollen. Alles klar, verstanden. Uff. So, was haben wir hier? Auch 0%. Japanisches Level. Man weiß nicht, was da los ist. Wir gucken es uns mal an. Sind wir mit dem Schwierigkeitsgrad? Sind wir die irgendwo? Also, als was es eingestuft ist, sterntechnisch? Wahrscheinlich nicht. Weil es gibt ja keinen. Ja, es kann ja nicht als Stern. Es ist ja 0%. Ich bin ja doof. Besiege mindestens 20 Mampfe und erreiche das Ziel. Wie will ich das Ding besiegen, wenn es da. Und wie will ich jetzt darüber. Was? Ah. Ach komm, ne, okay. Vielleicht finden wir ja ein 0% Level, was man spielen kann. Huch, das wollte ich. Oh nö. Muss ich das jetzt neu machen? Nein, muss ich nicht. Gut. Power Athletic. The Escape. Kurz und knackig Thema. Escape one of Bowser's many tower with rising lava. Oh Gott. Das klingt auch nicht angenehm. Aber ich würde zumindest mal ein Level finden wollen, was irgendwie realistisch wirkt, dass man es schaffen könnte. Ja, ach so. Ach so. Krieg ich ein Power-Up?
Nein. Wozu darf ich dann da überhaupt hoch? Wait, das steigt jetzt schon? Cool. Okay, also dann... Jetzt hat er mich da hochgesetzt. Okay, also los. Ach du! Ich bin Profi, lassen Sie mich. Okay. Hä, wieso... Kriegt er den Sprung dann nicht hin? Geht doch. Okay. Die Frage ist jetzt kurz und knackig. Wirklich kurz? Also, was heißt kurz? Weil die Zeit sagt 300. Aber die Zeit muss ja nicht richtig sein. Ach Gott. Oh, wie gerne ich einen Safe-State nach der Röhre setzen würde, ne? Ja, ein Safe-State. Gib mir Safe-State. Okay. Nein, es ist ja... Oh. Es ist ja ganz gut, dass wir keine haben. Okay. Ah, oh, die fallen. Okay. Da müssen wir auf den Bob-Omb dann drauf. Gut. Nein, das reicht nicht. Oh. Komme ich da vielleicht schneller rüber? Nein, es... Ich darf erst wirklich ganz am Ende abspringen. Uff. Das reicht nicht. Ich muss im Prinzip wirklich da, wo die Münzen sind. Das muss ich nutzen. Dann haut's hin. Nur mal kurz, wie würde das Level mit Kommentaren aussehen? Wahrscheinlich furchtbar. Achtung, gleich sehen wir nichts mehr. Alter, okay, Kommentare müssen wir ausmachen. Vor allem für dieses Level. Holy. Also bei viel gespielten Leveln sind Kommentare nicht mehr... Das ist nicht mehr feierlich. Das geht nicht. So. Na, oh. Ich will wieder da hochkommen. Da war ich doch schon mal. Nice. Okay. Da kommt dann der Swamp. Also man muss sich halt hier Stück für Stück vorwärts arbeiten. Ne? Nein! Ah. Top. Ich werde jetzt aber das auch nicht den ganzen Part über probieren. Aber an sich, sowas habe ich gesucht. Ne? Das. Okay, dann gehe ich hier rüber und dann. Oh no! Da muss ich sofort rüber. So eine Preview für das Level kann man ja nicht sehen, wie weit und wie hoch das ist und alles, ne? Irgendwie, dass man da rauszoomen kann und dann. Kann man irgendwie. Y-Steuerung, was ist das denn? Ach so. Oha. Ach so, ich kann für jedes... Oh.
Ah, ich kann die auch aufsetzen, wenn ich sie in der Hand. Guck mal, das ist zum Beispiel wichtig. Ich kann in jedem Abschnitt. Ach, hier kann ich jetzt wechseln. Okay. Aber das ist das Einzige, was ich bei Steuerung ändern kann. Okay. Ich kann in jedem Abschnitt. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich hab's vergessen. Ah ja, die Steuerung von dem jeweiligen. Von dem Char also von der Version anschauen. Von der Spielversion. Auf die Art und Weise könnte ich dann mal bei den anderen auch ein bisschen was rausfinden, was ich vielleicht noch nicht weiß. Zum Beispiel bei 3D World. Okay, da muss ich dann. Ah, das war zu bald. Nein, das war zu bald. Verdammt. Aber ich muss ja sehen, was nach dem Sturm kommt. Nein, das fährt sofort los. Okay, ich dachte, ich muss noch ein bisschen höher drücken. Okay. Aber gut zu wissen. Das heißt, ich muss auch sofort über die Dinge drüber springen. Und dann da hochspringen. Okay. Eieieiei. Nee. Ein Shelljump. Oder? Ist es ein Shelljump? Oder geht's anders? Och, was war das denn für ein Quatsch? Komme ich nicht mehr da hoch? Was habe ich denn da vorne gemacht? Ich bin doch vorne auch da hochgekommen ein paar Mal. Was habe ich da anders gemacht? Das habe ich anders gemacht. Ah, der geht rüber. Ich muss also wirklich einen Shelljump machen. Okay. Okay, verstanden. Oh boy! Das war fast der richtige. Und dann muss ich über den Swamp da oben, oder was? Ich glaube ja. Dann müsste ich über den Swamp da oben. Okay. Ah. Mache ich das denn am blödsten? Huch. Oh, okay. Alles klar. Nice. Nein! Okay, aber das könnte hinhauen irgendwann. Wenn ich noch ein bisschen ruhiger bleibe, könnte es hinhauen. Okay.
Nein! Ich glaube, das ist ganz knapp. Ich habe halt nur einen Versuch, das ist das Blöde. Ich würde halt die Stelle gern mal üben. Kann man nicht irgendwie dieses Level... dass man sich das anschauen kann, was da noch so kommt, das geht doch irgendwie, oder? Wartet mal kurz. Ich hab doch jetzt... Wo finde ich das denn jetzt? Level, die ich selber gespielt habe. Es gab doch irgendwo eine Liste von Leveln, die ich gespielt habe. Wo ist die denn? War das hier? Nee. Ja, wo ist denn diese Liste? Ich hatte die doch mal. Ich weiß nicht mehr, wo die Liste ist. Gespielte Level. Kann man das irgendwie einsehen? Wenn ich das hier runterlade, kann ich das dann einsehen? Oder wie ist das? Zusammenspielen, ID. Wahrscheinlich nicht. Ich kann auch hier nur... das war ein Screenshot. Ja, moin. Ich habe keine Chance, da irgendwie... Ich dachte, man kommt vielleicht irgendwie in den Editor oder sowas rein. Aber dem ist nicht so. Okay. Aber gut, es ist dann ja... Komm jetzt hier wieder raus. So. Es ist dann ja jetzt gespeichert und ich finde es ja jederzeit wieder über mein Profil hier oben. Ne? Dann sehe ich hier auch, wenn ich in einem Level Herz gegeben habe. Ah, okay. Und dann sehe ich hier auch, welche ich geschafft habe, oder was? Ah, Weltrekord. Also dann kriegt das jetzt erstmal ein Herz. Oder auch nicht. So. Das ist nämlich schon sehr, sehr gut. Für das, was es sein soll, ist es sehr, sehr gut. Nein! Okay, dann muss ich über den Swamp und dann darüber. Jetzt haben wir noch mehr gesehen, was ich probieren möchte. Ah, aber der Shell Jump hat funktioniert. Unfassbar.
das war wieder weiter. Nein, nicht schon wieder. Oh, könnte nicht bei dem Shelljump ein Checkpoint sein oder sowas? Ach nee, Mann. Scheiße. Wow, wie weit bin ich hier jetzt gesprungen? Nein! Okay, es wird nichts. Wir behalten das mal im Hinterkopf, das Level. Ich sehe da jetzt keine Chance, das jetzt hinzukriegen. Was sagen so die Kommentare? Was? Oh, der hat's wohl geschafft. Okay. So worth it. 1,5 Stunden Grind. Den kann man erst lesen, wenn man es fertig hat. Ja, ich werde auch zurückkehren. Und der kann ich erst lesen, wenn ich abgeschlossen habe. Okay. Ich werde definitiv zurückkehren. Das sehe ich noch nicht. Und mittlerweile hat es anscheinend jemand geschafft hier, ne? Weltrekord 38 Sekunden. Okay. Sick. Ich will jetzt mal ganz kurz was anschauen. Gerade nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Kann ich ein Level öffnen? Ah, da kann ich nur eigene öffnen. Ah, schade. Ich habe gehofft, ich komme rüber. Schade, schade. Okay. Alles klar. Dann, nein, ich will jetzt nichts bauen. Lass mich in Ruhe. Dann schließen wir hier ab. Tut mir leid, wir haben es leider nicht geschafft, aber wir sind weit gekommen, würde ich sagen. Dann werden wir aber nächste Folge zur Versöhnung was spielen, wo wir auf jeden Fall vorankommen. Nämlich den Abenteuermodus. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.